dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Gleichsatzkanal mit seiner 33. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Und lange Rede, kurzer Sinn, die nächste Nummer heißt 172 in der Folge 33. Der darstellende Künstler ist Ernst von Aster aus seinem Werk Prinzipien der Erkenntnislehre. Dort heißt es, wenn wir von einem Bewusstsein oder sagen wir, um die Mehrdeutigkeit dieses Wortes zu vermeiden, lieber von einem Gegebensein sprechen, ist dann nicht jedes Mal ein Ich schon vorausgesetzt, dem etwas gegeben ist? Wird nicht der Begriff des Gegebenseins sinnlos ohne dieses Ich? Kann die Behauptung, ein Gegenstand ist gegeben, nicht direkt durch die andere ersetzt werden, er ist auf ein Ich bezogen? Hier findet sich eine klare Entscheidung pro Subjektivismus und gegen logische Allgemeingültigkeit. Bei von Aster ist ohne Zweifel ein Sprachbewusstsein vorhanden, da er zum Beispiel um die Mehrdeutigkeit des Wortes Bewusstsein weiß er auch um die Mehrdeutigkeit des Wortes Vorstellung, des Wortes Anschauung, des Wortes Empfindung, des Wortes Wahrnehmung. All diese Begriffe, die stehen alle auf der Kippe mit dem Subjekt als entscheidenden Akteur in der ganzen Angelegenheit. Und demgegenüber ist dieses Gegebensein eine pure Selbstverständlichkeit, denn man muss nicht gerade ein Einstein sein, um sich zu fragen, ja, gegeben wen oder wofür oder zu was. Und es ist von dem abgesehen, das ist dann wieder das, was uns Christen erbittert, dass jemand wie von Aster durchaus der Analyse mächtig dann trotzdem im objektivistischen Lager verbleibt, weil sich für ihn auch die Allgemeingültigkeit auf logischem Weg ergibt. Es ist zwar ein Ich mit daran beteiligt, aber dieses Ich wird, wie in der letzten Folge besprochen, als ein Teil der Allgemeinheit angesehen, also direkt verrechenbar mit anderen Allgemeinheiten und damit auch mit Objektivitäten der Erkenntnis. Aber wenn man das eben nicht macht, dieses Ich als allgemeingültiges, als Gemeinplatz sozusagen zu verstehen, als ein Ich, das bei allen anderen gleichermaßen in derselben Art und Weise und in denselben Relationen das ganze Paket mit Bewusstsein da vorhanden ist und vorausgesetzt wird, das ist natürlich eine ganz andere Sache und selbstverständlich inakzeptabel, aber es passiert und wurde an den Universitäten auch unwidersprochen hingenommen. Wer würde es auch wagen, die Grundpfeiler des westlichen Rationalismus da in Frage zu stellen, ist immer viel zu leicht als Unmöglichkeit, wird es empfunden, dass keine Realität existiert, das empfindet man als Absurdität und gar nicht der Mühe wert, tiefergehende Überlegungen anzustellen und sich mit den erkenntnistheoretischen Problemen, die einige Denker, sage ich mal, in der Vergangenheit, 18., 17., 16., durch die
Jahrhunderte geht die Geschichte derjenigen, die etwas kritischer als die meisten gedacht haben, aber auch genauso schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und dagegen gilt es, die Fahne der logischen Widerspruchsfreiheit und Folgerichtigkeit aufrecht zu halten und jeden Schwachsinn, der mit bloßen Behauptungen daherkommt, die Entlastung zu verweigern, würde man in Reinsdingen sagen, wenn ein Kassier oder Vorstand dann zur Wiederwahl steht, dann muss der Alte erst entlastet werden. Aber diese Leute werden nicht davon entlastet, keine Rechenschaft gegeben zu haben über das, was von ihnen da so wortreich und mit dem Brustton der vollsten Überzeugung da an Schwachsinn abgeliefert wird. Nun gut, wir prüfen den nächsten Beitrag des Herrn von Aster im genannten Buch. Heißt es, der Phänomenalismus stellt als prinzipielle Forderung auf, dass alle Erkenntnis ausgehen muss von einem Gegebenen. Die in der Erkenntnis gebrauchten sprachlichen Symbole müssen letzten Endes, soweit sie für sich genommen einen Sinn haben sollen, durch Gegebenheiten ersetzbar sein. Gegen die Richtungen in der Philosophie, die diese Forderung prinzipiell bekämpfen, war die Frage zu stellen, wie sie ohne ein schlechthin Gegebenes anzuerkennen, ihre Worte davor schützen, bloße sinnleere Laute zu sein. Jetzt sind da einige Punkte angesprochen, der Reihe nach, dass alle Erkenntnis Phänomenalismus ausgehen muss von einem Gegebenen. Da ist dann wieder die Frage, gilt hier wie oben von der Mehrdeutigkeit dieses Gegebenen, was soll dieses Gegebene sein? Soll das Empfindungen sein, ein sinnlich Gegebenes? Inwieweit ist da nicht schon der Verstand am Werk und beeinflusst dieses Gegebene? Da gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen. Ein reiner Phänomenalismus betrachtet dieses Gegebene als ungeformtes Etwas, dass ich dann noch geneigt bin, zu einem Irgendetwas zu machen, um die Unbestimmtheit noch mehr hervorzuheben. Ein nicht geformtes, nicht durch Worte geformtes, auch nicht in Vorstellungen geformtes, sondern ein X, wie es auch genannt wird, die Unbekannte. Das ist das Gegebene, ein Unbekanntes, ein X ist gegeben, bestenfalls. Dann, die in der Erkenntnis gebrauchten sprachlichen Symbole müssen letzten Endes, soweit sie für sich gerne Sinn haben sollen, durch Gegebenheiten ersetzbar sein. Also der Sinn wird darin gesehen oder gewissermaßen vorausgesetzt, dass diese Gegebenheiten ersetzbar sind. Aber in welcher Form sind sie ersetzbar? Ist hier eine 1:1 Identifikation möglich, sodass Wort gleich Sache ist? Oder gibt es da einen irrationalen Rest, weil ja Worte, wie schon öfters hervorgehoben, aus Allgemeinbegriffen bestehen, die immer auch eine Mehrzahl anderer Dinge mit einbefassen, als nur den eben gerade zur Diskussion stehenden Gegenstand. Inwieweit ist dann können diese Gegebenheiten dann repräsentiert werden? Da ist jetzt meines Erachtens von der Fragestellung her schon jetzt zu behaupten, dass nur dann ein Sinn erreicht wird, wenn diese Gegebenheiten womöglich noch 1:1 ersetzbar sind. Das halte ich für etwas weit aus dem Fenster gelehnt oder eine steile These oder eher schwache Bemerkung.
Und jetzt kommen die Richtungen in der Philosophie, die Skeptiker. An dieser Stelle verweise ich auf die 14-teilige Besprechungsreihe Skepsis hier auf demselben Kanal, im Abspann auch ein Link gelegentlich. Nicht immer, denn es gibt auch noch eine andere Abteilung, 20-teilige Folge, Besprechung der Objektivitätskategorie, auch hier auf dem Gleichsatzkanal, dem Kanal für noch respektables und akzeptables Denken gegenüber dem sonst grassierenden Schwachsinn in Medien, Literatur, Fernsehen, was du wollen, gegen die Richtungen in der Philosophie, die diese Forderung prinzipiell bekämpfen, dass eben eine objektive Wirklichkeit nicht erkennbar ist, weil die Sinne subjektiv sind und daraus eine Objektivität zu machen, geht nur durch logische Gewalt. Und das ist nicht akzeptabel. Mit der Brechstange sozusagen werden hier Worte und Sachen miteinander in Verbindung gebracht. Und dann war für Ernst von Aster hier die Frage zu stellen, wie sie ohne ein schlechthin Gegebenes anzuerkennen, ihre Worte davor schützen, bloße sinnleere Laute zu sein. Also das ist hier die Alternative und wenn kein Gegebenes, dann Sinnlosigkeit und Chaos und wie auch immer. Aber wie eben dargelegt, beruht auf falschen Annahmen, die so nicht zwingend und notwendige Konsequenzen ergeben. Denn ein schlechthin Gegebenes ist ja nur als an sich Gegebenes eine praktische Vereinfachung, so etwas zu behaupten, weil man tausende, Millionen Fliegen mit einer Klappe schlägt, die dann alle an dieses an sich gegebene Objektive glauben. Und wenn jetzt zum Zwecke der Regierbarmachung irgendwas befolgt werden soll, dann wird das so beschrieben in diesem Sinne und alle können sofort ohne irgendeinen Zweifel diese Vorschriften befolgen. Ist aber ein Gegebenes in subjektiver Hinsicht vorhanden, das heißt, das Subjekt bestimmt durch sein Interesse, in welcher Form ihm etwas gegeben ist, beziehungsweise welche Aufmerksamkeit es irgendeiner Realität zuwendet, um sie zu verarbeiten. Dann ist hier von bloße sinnleere Laute überhaupt nicht mehr die Rede, sondern die Frage ist immer, wie benütze ich meine Worte, welchen Zweck will ich erreichen und sind diese, ist dieser Wortgebrauch für diesen Zweck hilfreich, kann ich diesen meinen Wortgebrauch kommunizieren, um mich bei anderen zu verständigen? Das ist dann natürlich Klein-Klein-Arbeit und auf einer sozusagen dezentralen Ebene müssen alle diese Verständigungsarbeiten in Bezug auf die Bedeutung und die Interpretation eines Wortes geleistet werden, weil man nicht bloß an Abstraktionen in höchsten Gefilden glaubt, dass die dann vom Gegenüber schon in der Richtung verstanden werden, sich nicht mehr damit abfindet, sondern seine Sachen definiert und verständigt und so schützt man die Worte davor, bloß sinnleere Laute zu sein, denn das sind diese Abstraktionen auf den höchsten Abstraktionsebenen, von denen dann behauptet wird, dass es sich um Realitäten handelt. So schaut die ganze Angelegenheit aus.
Und dieser Ernst von Asta ist jetzt vielleicht klar gewesen, auf welchem schiefen Brett sich der da befindet mit seiner Anschauung. Ich stelle gerade fest, dass mein Countdown nach einer Sekunde stehen geblieben ist. Und das heißt, ich habe keine Zeit, aber ich weiß ja genau. Hier auf OBS steht die Aufnahmezeit. Und hier bin ich seit 17, 18 Minuten unterwegs. Und auf meiner Countdown-Uhr kann ich keine 18 Minuten einstellen. Stelle ich 20 Minuten ein, stelle ich 15 Minuten ein. Und nehme es dann mit dem Schlussmachen nicht so genau. Jetzt bin ich wieder im Lot mit meiner Zeitplanung. Es passieren halt immer wieder solche Sachen. Und deswegen wollen wir uns einen Roboter anschaffen, der automatisch das alles macht. Und wir uns nicht mehr mit derartigen Problemen beschäftigen müssen. Aber dann passieren plötzlich dann wieder Sachen. Und der ganze Trara geht von vorne los. Aber hier ist das Thema die Nummer 174 in der 33. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Der Nominalismus erklärt Begriffe für rein subjektive Gebilde, für bloße Namen. Und ich gebe dem recht. Die Begriffe sind bloß subjektive Gebilde und sind bloße Namen, Namensgebung zum Zwecke der Wiedererkennung, alles nur praktisch, aber hat keinen erkenntnistheoretischen Wert, das Ganze. Jetzt werden sich manche vielleicht fragen, ja, wieso hat denn dieser Nominalismus, den es schon seit dem Mittelalter gibt, nicht diese durchschlagende Wirkung gezeitigt? Da kann ich nur sagen, wieso ist ein Großteil der Menschen, wieso gibt es so viele Analphabeten? Oder wieso gibt es so viele Judenhasser? Oder wieso gibt es so viele, wie nennen sich die in den Vereinigten Staaten? White Premises, so Rassen, die weiße Rasse ist die höhere Rasse. Aus Dummheit ist das möglich. Und aus Dummheit werden auch Wahrheiten, möchte ich fast sagen, Wahrheiten oder zumindest Erkenntnisse, die jemand für sich gewonnen hat, verschwinden in der Schublade oder werden, man kann sagen, unterdrückt. Weil diese Art von Erkenntnissen, die dann in Richtung, biegt das dann ab in Richtung Skeptizismus, und Skeptizismus, das ist gleichbedeutend mit Unentschiedenheit und einer Paralysierung des Willens, einer Passivität, und das kann man überhaupt nicht haben. Da liegen die Leute dann bloß noch faul rum und reden gescheit daher, wie man in Bayern sagt. So, solche Gründe sind es. Auch wieder aus Dummheit wird es nicht weiterverfolgt. Und auf der anderen Seite natürlich die schlaueren Zeitgenossen, die begreifen, wie machtsensibel derartige Erkenntnisse sind. Die haben erst recht kein Interesse daran, dass sowas weiterverfolgt wird und größere Aufmerksamkeit gewinnt, aus purem Machtinteresse. Und da hat sich bis auf den heutigen Tag nicht viel geändert.
Die riechen den Braten dann schon immer und man merkt es auch überall, wo Kritik so leicht anklingt, in diesen rund um die Uhr Berieselung durch die Medien. Sobald da mal ein etwas kritischer Gedanke, der etwas an die Substanz geht, anklingt, da wird er sofort so abgebogen, man fällt ins Wort und wechselt das Thema. Das sind so die Methoden, wie mit etwas umgegangen wird, das möglicherweise das eigene Denken, die eigene Anschauung in Frage stellt und deswegen will man davon nichts wissen. Aber zum Glück gibt es den Gleichsatzkanal, wo alles festgehalten wird, was in die Richtung von Bedeutung ist und gesammelt wird. Und sobald sich jemand bereit erklärt, sich dem Ganzen etwas ausführlicher zu widmen, findet er da alles vorbereitet, was man braucht, um weiter die Rolle der Vernunft, will ich mal sagen, weiter mit gutem Gewissen spielen zu können. Es geht weiter mit Otto Willmann, der hat den Nominalismus bei den Sophisten untersucht. Dort heißt es, die Sophistik ist eine Scheinweisheit, die in Wahrheit keine ist. Und der Sophist ist ein Mann, der mit dieser Scheinweisheit, die keine ist, Geschäfte macht. So ist auch ihre Weisheitslehre nur Schein. Sie priesen in Prunkreden die Tugend, erwarfen sich zu Lehrern derselben auf, nicht ohne Ausbeutung des Doppelsinns von Arete, welches zugleich Tugend und Fertigkeit, und von Deinos, das zugleich tüchtig und imponierend heißt. Der Bezugspunkt der Weisheit und Tugend lag ihnen im Vorteil, in der Macht, in der Lust. So viel zu den Sophisten, die ja sprichwörtlich einem das Wort im Mund herumdrehen, also diese Wortverdreher, die am besten geeignet für den Anwaltsberuf, solche Leute, die oft hochintelligent mit allen möglichen dialektischen Kunststücken jemandem, der sich nicht sicher ist in seiner Meinungsbildung und seine Urteilsbildung, nicht überprüft hat auf Widersprüche bis ins letzte Glied, solche Leute eben zu verunsichern und in ihnen, wenn auch nicht sie in der Überzeugung abzubringen, aber so doch den einen oder anderen Zweifel zu wecken. Und das genügt oft schon, um den Erfolg zu sichern. Solange der andere nicht recht hat, hat man selber recht. So ungefähr auf die Art und Weise. Und hier wird auch viel mit Doppelsinn gearbeitet, wie schon früher angesprochen. Dieser Trick, mehrfach Bedeutungen ins Spiel zu bringen und je nach Bedürfnis die eine oder die andere Bedeutung geltend zu machen. Diese Leute, ja, die Materialisten, möchte ich einmal sagen, die den Vorteil suchen, die Macht suchen, all das, was der nach christlicher Lehre der Nazarener bezeichnet, derartiges als die Macht des Teufels auf Erden. Alle diejenigen, die diese Ziele verfolgen, machen sich die Sprache zunutze, um Menschen zu manipulieren und ihren Willen so zu gestalten, dass er diesen Leuten nützlich ist.
Und was man dazu braucht, ist eine Masse an ungebildeten und urteilsschwachen Figuren, die man in einer riesengroßen organisierten Maschinerie so verwenden kann, dass diese Maschine läuft und produziert und Reichtümer schafft. Und die Aufklärung, um nicht in die Fallen der Sprache, die Fallen der Abstraktion sind, der Arten der Abstraktion, die Logik der Abstraktion ausnützen, um zu täuschen, um einen Schein zu erwecken mit Worten, die dann im Zweifelsfall anders ausgelegt werden können, so dass sich jemand dann auch rausreden kann. Wir bleiben bei Otto Willmann, ja, noch zweimal. In der Folge werden wir nicht mehr fertig, schätze ich. 3 Minuten, aber einer geht noch rein. Die Dispute der Sophisten drehten sich nur um Worte, und wenn bei einer ernsten Debatte der Gedanke das Maß der Worte ist, so war bei ihnen das Wort, der Name, das Maß des Gedankens, eine notwendige Folge der Lehre, dass der Mensch das Maß der Dinge ist. Protagoras. Die Fehlheit der Sprachen konnte ihnen leicht als Argument dafür dienen, dass die Sprache nicht Physei sei, also Materie, Natur, wie Heraklit und Pythagoras gelehrt hatten, sondern Nomoi, Sache der Einsetzung, willkürliche Form für einen willkürlichen Inhalt, oder Nomoi eben auch als Gesetz. Jetzt ist die Frage, ob ich hier noch anfangen soll, weil die Geschichte hier, die möchte ich jetzt nicht huschpfui abfrühstücken, weil dann doch noch nicht Besprochenes an die Reihe kommt. Dann habe ich hier noch 1,40, und mit den 3 Minuten von 15 zu 18 wären das 4,40. Aber auf OBS bin ich schon bei 31. Also ist das Thema für mich erledigt. Nächstes Mal geht's weiter mit der Nummer 176, und zwar in der Folge 34. Mittlerweile ist mein Sohn schon geboren und geht schon in den Kindergarten. So lange ist das schon her, die erste Folge. Man merkt, ich neige zu Spaßen. Peace out. Friede. Kampf. Rums.